Right? Ja, hallo, meine sehr verehrten Damen und Herren. Willkommen heute am Freitagnachmittag bei dem schönen Wetter zu einem doch eher trockenen Thema. Ich bin Rechtsanwalt Herr Vicky Schadder, Inhaber der Kanzlei Schadder Law hier in Wiesbaden. Ja, ich freue mich, dass Sie heute da sind und wir unterhalten uns heute ein bisschen über Datenschutz. Vorab, ich bin kein Techniker und ich bin auch kein Designer, sondern ich möchte heute den Technikern und den Designern so ein bisschen den Rahmen dieses speziellen Themas vorgeben, das mit der DSGVO eingeführt wurde. Ja, die DSGVO ist jetzt seit 7 Tagen in Anwendung. Sie war in aller Munde, 20 Millionen schwebten in der Werbeindustrie herum. Dabei wurde nicht erwähnt, dass es so etwas wie den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz gibt. Zwar werden die Bußgelder steigen, aber es wird nicht so sein, dass man direkt bei 20 Millionen landet, schon gar nicht als ein kleiner Unternehmer, sondern es ist eher für die großen amerikanischen Unternehmen gedacht. Dann fällt den Landes- und Bundesdatenschutzbehörden noch am Ende April ein, wir könnten uns jetzt mal kurz mal zu Google Analytics äußern. Nachdem schon etliche Firmen sich schon mit Compliance beschäftigt hatten, kam dann noch irgendwie eine Stellungnahme der Behörden, die sagte, ja, der Verantwortliche darf alles verarbeiten, was unbedingt zum Betrieb seines Dienstes, also der Homepage meinetwegen, erforderlich ist. Alle weiteren Spielereien, insbesondere Tracking oder Analyse-Tools, sie bedürfen einer informierten Einwilligung, sprich, sie geht davon aus, dass ich Google Analytics oder Facebook Pixel erst in Anwendung bringe, wenn der Betroffene zugestimmt hat. Ja, das haben natürlich viele nicht geschafft. Und so kam es, wie es kommen musste. Jetzt die Frage, wer von Ihnen hat schon Abmahnung bekommen? Na gut, das ist immerhin erfreulich. Jedenfalls waren schon Berichte in den Online-Medien, dass es jetzt schon erste Abmahnungen gibt, weil der Cookie-Hinweis gefehlt hat, weil die Datenschutzerklärung gefehlt hat oder inhaltlich falsch war oder aber, weil man kein Opt-in hatte für ein Google Analytics oder Facebook Pixel. Das heißt, da wird jetzt wahrscheinlich noch etwas mehr Fahrt aufkommen, bis dann quasi die ersten Fälle vor Gericht landen. Da müssen wir sehen, wie das Ganze beurteilt wird, ob auch die Gerichte der Meinung sind, man bräuchte für Google Analytics eine informierte Einwilligung oder ob es schon nicht reicht, wenn man sagt, hey, diese Seite verwendet Cookies. Wenn du hier weiter surfst, dann bist du damit einverstanden, sozusagen en passé. Also ich bleibe auf der Seite und es werden schon direkt bam, 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 bam die ersten 10 Cookies gesetzt. Das müssen wir sehen, wie es läuft. Na gut. Data Protection by Design in Default, also auf Deutsch Datenschutz durch Technik oder Voreinstellung, ist heute das Thema. Kurz zu meiner Person. Ich habe in Mainz studiert, sowie in Wiesbaden, Frankfurt und Los Angeles mein Referendariat gemacht, den wirtschaftsrechtlichen Schwerpunkt. Ich berate Unternehmen und Startups, insbesondere in den Bereichen Gesellschaftsrecht, Wettbewerbsrecht, gewerblicher Rechtsschutz, Urheberrecht, Lizenzrecht, IT, Internet und Datenschutzrecht. Und beim Datenschutzrecht, insbesondere jetzt bei Data Protection by Design in Default, sind wir heute. Das ist unser kurzes, aber doch, ich würde sagen, trockenes Programm für einen schönen Freitagabend. Wir schauen uns mal kurz etwas die Geschichte der Data Protection by Design in Default an. Dann gucken wir uns kurz nochmal an, wann die DSGVO anwendbar ist, weil falls die DSGVO nicht anwendbar ist, brauche ich auch kein Data Protection by Design in Default zu beachten. Dann werden nochmal kurz die Prinzipien erläutert, sowie die Pflichten des Verantwortlichen und die betroffenen Rechte, die ja eigentlich ein Techniker und Designer ja auch immer im Blick haben muss, damit er seine Homepage, seine Software dementsprechend machen kann. Bevor wir dann zu den zwei schweren Punkten Data Protection by Design und Data Protection by Default kommen. Und ja, Sanktionen gibt es auch, wenn Data Protection by Design und Data Protection by Default nicht eingehalten wird. Deswegen ist es wichtig, dass die Verantwortlichen diesen Grundsatz beachten. Ja, Data Protection by Design in Default erstmals jetzt europaweit mit der DSGVO eingeführt. Davor befand sich in dem Bundesdatenschutzgesetz auch ein Paragraph, der besagte, dass durch Technik auch schon sichergestellt werden muss, dass der Betroffene im Prinzip so wenig wie möglich Informationen über sich preisgibt. Erste Überlegungen zu dieser Thematik fanden schon in den 90er Jahren statt, so 1995. Da haben Datenschutzbeauftragte aus Niederland und Kanada auf einer Konferenz referiert über Privacy Enhancing Technologies, The Path to Anonymity. Das heißt, da wurde schon im Prinzip bei den ersten Gehversuchen des Internets, das langsam massentauglich wurde,
sprach man schon darüber, dass man durch Technik auch bitte sicherstellen muss, dass die Betroffenen so wenig wie möglich ihre Daten preisgeben. Ja, und dann wurde das zwei Jahrzehnte lang hin und her diskutiert, bis es dann erstmals 2012 in dem DSGVO-Entwurf im Prinzip seinen Weg fand. Bis dann 2016 die DSGVO erlassen wurde, hat man dann natürlich heftig darüber gestritten, wie weit es gehen muss, ob eine unbedingte Pflicht besteht, dass Datenschutz durch Technik eingehalten werden muss, wie weit die Strafen gehen sollen etc. Und man hat sich dann auf ein auf eine moderate Bestimmung geeinigt, die sich jetzt in Artikel 25 der DSGVO befindet. Gut. Kommen wir zur Anwendbarkeit der DSGVO. Die DSGVO ist anwendbar, wenn ich als ein in der EU tätiger Unternehmer, das heißt, ich muss Waren oder Dienstleistungen verkaufen, es kommt nicht auf die Höhe an, sondern es reicht schon, wenn ich hauptsächlich bei meinem Arbeitgeber beschäftigt bin und nebenbei am Wochenende vielleicht noch eine kleine Seite habe, wo ich Tierfutter verkaufe und ich generiere dabei, keine Ahnung, 20 Euro am Wochenende. Ich bin trotzdem dann in der DSGVO drinne. Eine wichtige Änderung ist jetzt auch, dass nicht mehr der Sitz entscheidend ist. Also man muss nicht mehr in der EU sitzen, damit man unter die DSGVO fällt, sondern man muss in der EU agieren. Sprich, auch Facebook, Google, Amazon, alle sind quasi jetzt mit von der DSGVO umfasst. Deswegen bekommt man in den letzten Tagen ja auch hunderte E-Mails mit, das sind unsere neuen Datenschutzerklärungen, bitte stimmen Sie denen zu. Und es sind viele amerikanische Unternehmen auch dabei. Ja, jedenfalls muss man halt als in der EU tätiger Daten verarbeiten, also erheben, speichern, ändern, weitergeben und zwar personenbezogene Daten von natürlichen Personen, also Unternehmensdaten sind nicht geschützt. Ich kann durchaus sagen, hey, Sabbat Media ist die coolste Firma auf der Welt und kann das im Internet posten, das würde im Prinzip keine Rechte berühren. Und die Personenbezogenheit ist quasi schon gegeben, wenn die Person über mehrere Momente quasi identifizierbar ist, indem ich mit der IP-Adresse und Tracking-Cookies ein möglichst genaues Bild von ihm habe, dass ich schon sagen kann, okay, das kann nur hier der eine einzige sein, hier in der Schule verwenden alle Apple und der da nimmt ein OnePlus-Handy. Das habe ich quasi über seine Gerätekennung festgestellt. So könnte man schon sagen, okay, das ist jetzt unser Nerd Peter Müller. Jedenfalls aber bei Personenstammdaten, Name, Geburtstag, Kontaktdaten ist es definitiv anwendbar und ja, Bilder und Videos mit den neuen Technologien. Die Kamera speichert natürlich Ort, Zeit. Das heißt, man hat dann das Gesicht drauf und plus zu den zusätzlichen eventuellen Angaben wie Zeit, Ort. Insofern ist man auch da in der DSGVO drin. Einwilligung bräuchte man dafür im Prinzip auch, insbesondere wenn man die Bilder veröffentlichen möchte. Der Gesetzgeber hat sich leider nicht dazu geäußert, wie das Künstler-Urhebergesetz jetzt weiter Anwendung finden soll. Das heißt, da waren Ausnahmen drin, wenn man zum Beispiel auf einer Veranstaltung war oder man war bei einer Demonstration. Das heißt, da durfte man sich halt nicht wundern, wenn man in so einem Massenbild fotografiert wurde. Die Literatur geht immer noch davon aus, dass diese Ausnahmen weiterhin gelten werden. Das heißt, wenn ich mich jetzt in eine öffentliche Veranstaltung begebe wie hier und ich laufe durch das Kamerabild, darf ich mich nicht wundern und darf mich da nicht beschweren. Was in der Literatur gesagt wird, unzulässig ist, dass ich dann in so einer Veranstaltung nah rangezoomt werde, weil ich besonders auffalle, weil ich hübsch bin oder als Schalker in einem BVB-Block sitze. Das ist verboten. Da müssen wir mal gucken, wie die Videoaufnahmen in der Bundesliga zum Beispiel sein werden. Aber ja, Bilder und Videos fallen auch darunter. Dann schauen wir uns mal kurz mal die Grundprinzipien der DSGVO an. Die DSGVO sagt, Datenverarbeitung ist grundsätzlich verboten, es sei denn, ich habe irgendeinen Erlaubnisgrund. Und da kennt die Datenschutzgrundverordnung, keine Ahnung, die Einwilligung kennt es oder man erhebt die Daten für Begründung und Durchführung eines Vertrages oder etwa das berechtigte Interesse. Daneben ist weiterhin, wie auch vorher schon gehabt, eine Zweckbindung gegeben. Das heißt, ich darf nur die Daten erheben, die zur Erfüllung meines Zweckes erforderlich sind und nicht darüber hinausgehende. Neben der Zweckbindung wird halt auch an verschiedenen Stellen zur Datenvermeidung und Datensparsamkeit aufgerufen, so wie halt auch heute bei unserem Thema Data Protection by Design in Default. Das heißt, man muss zusehen, dass man halt wirklich minimalistisch mit der Erhebung von Daten umgeht.
Und Datensicherheit wird halt auch als Pflicht auferlegt. Das heißt, man muss dafür Sorge tragen, dass die Daten sicher aufbewahrt werden, dass die im Prinzip nicht geleakt werden können oder nicht durch Hackerangriffe herausgezogen werden können. Und ich habe hier jetzt mal diese drei Punkte unterstrichen: Datensicherheit, Datenvermeidung und Zweckbindung. Diese drei Aspekte kann und soll man nach der DSGVO mit Data Protection by Design and Default quasi umsetzen. Ja, wie ich schon gerade erzählt hatte, grundsätzliche Datenverarbeitungsverbot, es sei denn, wir haben den Betroffenen informiert über den Zweck, wo ich die Daten speichere, ob ich die Daten ins Ausland gebe und über seine weiteren Rechte, dass er im Prinzip seine Einwilligung widerrufen darf, dass er der Verarbeitung jederzeit widersprechen darf. Daneben braucht man dann einen Erlaubnisgrund, wie etwa die Einwilligung des Betroffenen oder aber ich brauche die Daten zur Verarbeitung von Verträgen. Oder aber als Auffangnetz, ich habe ein überwiegend berechtigtes Interesse. Achtung hier, das ist eine Abwägungssache. Das heißt, es kann sein, dass ich sage, ich erhebe deine Daten, weil ich im Prinzip wirtschaften möchte. Und der Betroffene sagt dann aber, mir sind aber meine personenbezogenen Daten derart wichtig, du darfst die gar nicht erheben. Und wenn es zu einem Streitfall kommen würde, würde im Gericht eine Abwägung stattfinden, ob der mein berechtigtes Interesse an der Wirtschaftlichkeit meines Unternehmens höher ist als das Recht des Betroffenen an seinen persönlichen Informationen. Das heißt, wenn man sich darauf schützen möchte, das muss man im Einzelfall definitiv prüfen. Ja, und klar, daneben Datenminimierung, Datensicherheit, Speicherbegrenzung nur bis zur Zweckerreichung, sagt die DSGVO grundsätzlich, und Rechenschaftspflichten des Verantwortlichen. Das heißt, er muss nachweisen, dass er die Pflichten einhält, dass er Data Protection by Design in Default betreibt, dass er den Betroffenen aufgeklärt hat, dass er den Betroffenen informiert hat. Am besten führen Sie das alles schriftlich, denn im Falle des Falles kann man das nur mit schriftlichen Dokumenten nachweisen, mit Zeugen etc. dürfte es schwer werden im Internet. Das müssen Sie beachten. Schauen wir uns nochmal kurz in Übersicht die Pflichten des Verantwortlichen und korrespondierend dazu die Betroffenenrechte mal an. Der Verantwortliche hat natürlich als allererstes alle Betroffenenrechte zu beachten. Daneben muss auch die Datenverarbeitung rechtmäßig sein, also was ich schon gerade gesagt habe, informieren und plus einen Erlaubnisgrund haben, wie die Einwilligung oder Vertragszwecke oder eventuell durch Abwägung mein berechtigtes Interesse. Dann muss ich als Verantwortlicher technische und organisatorische Maßnahmen ergreifen, dass zum Beispiel meine Speichergeräte alle in einem Schloss nachts sind, dass meine PCs alle sich nach einer Minute selbst versperren und wieder mit einem Passwort freigeschaltet werden müssen. Sprich, man muss sowohl technische wie auch bauliche Maßnahmen ergreifen, so wie hier, wo wir haben vor der Tür zum Beispiel ein kleines Schloss. Jedes Mal dürfen nur die Berechtigten quasi einen Schlüssel dran halten und erst reinkommen. Auf solche Dinge muss man achten. Ja, und dann kennt die DSGVO nochmal so situationsbedingte Pflichten wie das Führen von einem Verzeichnis für die Verarbeitungstätigkeit. Das muss man machen, wenn man regelmäßig Daten verarbeitet und wenn man nicht regelmäßig Daten verarbeitet, wie zum Beispiel der Bäcker, der mal aufschreibt, Fritz Müller hat heute 5 Kaiserbrötchen mitgenommen, bitte morgen zahlen. Der muss das grundsätzlich nicht führen, denn für solche Betriebe, die selten Daten verarbeiten, da müsste eine Arbeitnehmerschaft von 250 Leuten vorliegen, damit man ein Verfahrensverzeichnis führen muss. Aber das Verfahrensverzeichnis bzw. das Verarbeitungsverzeichnis ist auch kein Hexenwerk. Das heißt, man muss angeben, wer der Verantwortliche ist, welche Daten man erhebt, wo man sie speichert, an wen man sie weitergibt. Und man findet da auch ganz gute Beispiele im Internet dazu. Es haben viele Firmen von sich diese Verarbeitungsverzeichnisse veröffentlicht. Das heißt, wenn man jetzt einer ist, der regelmäßig Daten verarbeitet, sollte man da mal gucken und vorsichtshalber definitiv so ein Verarbeitungsverzeichnis erstellen. Es ist nicht schädlich, wenn man das in der Schublade hat, falls es mal eine Überprüfung gibt. Dann kann es natürlich sein, dass ich eine sogenannte Datenschutzfolgenabschätzung machen muss. Das wurde durch die DSGVO ganz neu eingeführt. Das muss ich immer machen, wenn ich ein Produkt entwickle, das besonders viel Daten sammelt und womöglich besonders viel Risiko für die Betroffenenrechte quasi verbirgt. Wenn es so ist, muss ich im Vorhinein schon im Prinzip ein Szenario durchgehen, was passieren kann, wenn im Falle eines Leaks oder im Falle eines Hacks mit den Daten passieren kann, wo sie hingelangen könnten, was das für die Betroffenen bedeutet, zum Beispiel Kreditkartenangaben, persönliche Anschrift. Und wenn solche sensiblen Daten betroffen sind, muss man, bevor man so ein Produkt auf den Markt bringt, sich sogar vorher mit der Aufsichtsbehörde verständigen und denen das Ganze zeigen und mit denen quasi durchgehen, hey, ich habe vor, dieses Produkt zu machen. Im Falle eines Risikos könnte das passieren. Ist es okay, wenn ich die App entwerfe? Und erst wenn dann die Datenschutzbehörde sagt, ja, okay, wir haben das mal geprüft und grundsätzlich ist es okay, das Risiko ist nicht so hoch, dann darf man im Prinzip erst loslegen mit der App.
vorher nicht. Ja, also das sollte man auf jeden Fall, wenn man Software, Apps und Homepages macht, die enorm viel Daten sammeln, sollte man auf jeden Fall daran denken, ob man nicht eine Datenschutzfolgenabschätzung machen möchte. Dann natürlich Bestellung eines Datenschutzbeauftragten wird dann fällig, wenn man 10 ständig mit der Datenverarbeitung tätige Menschen hat. Achtung, nicht Arbeitnehmer, sondern es reicht, wenn ich 3 Arbeitnehmer habe und 7 Freelancer, die ab und zu bei mir reinkommen. Dann bin ich schon verpflichtet, einen Datenschutzbeauftragten zu haben. Oder aber ich bin ein Arzt und verarbeite ganz sensible Daten, dann muss ich auch schon direkt, unabhängig von der Anzahl meiner Mitarbeiter oder ständig bei mir mit der Datenverarbeitung beschäftigten Leute, muss ich schon einen Datenschutzbeauftragten haben, weil sonst, wenn man diese Pflicht nicht erfüllt, gibt es auch ein Bußgeld. Der Datenschutzbeauftragte ist dann sowohl auf der Homepage anzugeben, wie auch der Aufsichtsbehörde zu melden. Und die Meldung der Datenschutzverletzung innerhalb von 72 Stunden, das heißt, passiert ein Hack oder passiert ein Leak, bin ich als Verantwortlicher dazu aufgerufen, innerhalb von 72 Stunden das Ganze dokumentiert der Aufsichtsbehörde zu erzählen. Und wenn ich die 72 Stunden nicht einhalte, muss ich einen kleinen Dokument beziehungsweise einen Bericht schreiben, warum mir das nicht gelungen ist, innerhalb der 72 Stunden die Meldung dieser Datenschutzverletzung an die Behörde zu leiten. Und falls dabei halt sensible Daten über die Betroffenen rausgehen, müssen auch die Betroffenen informiert werden. Achtung, Achtung, bei uns gab es einen Hackerangriff. Dabei sind deine Kreditkarte sowie Kreditkartendaten sowie deine Hausanschrift an die Hacker gelangt. Es könnte womöglich sein, dass irgendjemand mit deinen Kreditkartendaten jetzt irgendetwas macht, sodass dann der Betroffene hingehen kann und seine Kreditkarte sperren kann. Die Betroffenenrechte. Der Betroffene muss als allererstes informiert werden, bevor man seine Daten verarbeitet, und zwar umfassend. Ich muss also zusehen, dass ich ihm genau sage, wer der Verantwortliche ist, welche Daten zu welchem Zweck erhoben werden, wo und wie lange sie gespeichert werden, ob sie an Dritte weitergegeben werden, ob sie auch ins Ausland übertragen werden, weil ich Cloud-Software benutze, die in Amerika ansässig ist oder in Indien. Ich muss Einschränkungen der Daten, ich habe natürlich auch das Recht, die Datenverarbeitung einschränken zu lassen. Das heißt, ich kann sagen, hey, meinen Namen darfst du weiterhin verwenden, du kannst mir auch gerne Newsletter senden, aber bitte kannst du jetzt meine Kreditkartennummer löschen, ich möchte bei dir nicht mehr einkaufen und ich finde es risikoreich, wenn meine Kreditkartennummer bei dir ständig vorrätig ist. Dann ganz neu eingeführt durch die DSGVO das Recht auf Datenportabilität, sprich ich habe einem Unternehmen all meine Daten zur Verfügung gestellt, etwa Facebook, und möchte jetzt von Facebook rüberwechseln zu Google Plus, dann kann ich bei Facebook einen Antrag einreichen und sagen, hey Google Plus, kannst du mir bitte all meine Daten, die ich jetzt bei dir gespeichert habe, in einer gängigen, maschinenlesbaren Form zur Verfügung stellen, damit ich zu Google Plus wechseln kann. Man kann natürlich auch freundlich fragen, ob Facebook bereit ist, selbst meine Daten an Google Plus zu leiten. Eine Pflicht dazu besteht nur, wenn ich meine Daten aufgrund eines Vertragsverhältnisses quasi weitergegeben habe. So zum Beispiel bei meinem Stromanbieter, dem ich meine Daten erzähle und dann wechsle ich von Stromanbieter 1 zu Stromanbieter 2, dann ist mein Stromanbieter verpflichtet, auf mein Verlangen hin meine Daten komplett an das neue Unternehmen zu senden. Dann hat der Betroffene noch das Recht auf Datenberichtigung und jederzeitiges Auskunftsrecht. Kommen wir zu Data Protection by Design. Das, bitte lesen Sie sich das jetzt nicht durch, das ist in etwa das, was das Gesetz vorsieht zur Data Protection by Design, also Datenschutz durch Technik. Zusammengefasst kann man das folgendermaßen sagen, der Verantwortliche ist verpflichtet, alle möglichen technischen und organisatorischen Maßnahmen zu ergreifen, die dafür sorgen, dass die Rechte und Pflichten des Betroffenen eingehalten werden, sowie auch die Verordnung, die Verordnung an sich beachtet wird. Dabei muss ich zusehen, dass ich jeweils immer unter Berücksichtigung des neuesten Stand der Technik diejenigen Mittel einsetze, die effektiv für Datenschutz sorgen. Ich habe natürlich aber als Verpflichteter der Datenschutzgrundverordnung aber auch eine Abwägung, ein Abwägungsrecht zu den Implementierungskosten. Das heißt, ich muss unter Abwägung der Risiken für die Betroffenen und der Kosten abwägen, welche Maßnahmen ergreife ich denn. Das ist zum Beispiel, hatten wir eben gerade den Bäcker, der sich gelegentlich mal einen kleinen Zettel aufschreibt, dass jemand 5 Brötchen gekauft hat und morgen zahlen wird. Der hat andere Maßnahmen zu ergreifen, wie ein Arzt, der mit sensiblen Personendaten hantiert und Papierakten vorliegen hat und in seinem Speichermedium auch weitere sensible Daten gespeichert hat. Das heißt, jeweils in Abhängigkeit des Risikos muss man halt auch gucken, dass man adäquate Maßnahmen ergreift, die den Datenschutz gewährleisten.
Deswegen schauen wir uns jetzt mal dieses gesetzliche Gefloskel mal ein bisschen übersichtlicher an. Adressat dieses Grundsatzes Data Protection by Design in Default ist nur der Verantwortliche. Das heißt, ich als Verwender, das heißt, wenn Sie jetzt heute Techniker sind, haben Sie vielleicht auch selber eine Seite. Da sind Sie erstmal zunächst mal als eigene Person sind Sie verpflichtet, Data Protection by Design in Default umzusetzen. Aber man kann die DSGVO in diesem Rahmen halt auch als Chance begreifen, denn die DSGVO sieht die Technik nicht nur als Regelungsziel, sondern es sagt, mit Technik kann man ja auch Datenschutz betreiben. Insofern kann man Data Protection by Design in Default als Hersteller als Chance sehen und möglichst diese ganzen Rechte und Pflichten umsetzen, dass man werben kann, hey, mein Produkt, meine Homepage, meine App, die kann DSGVO, bitte kauf bei mir. Klar, man hätte sich jetzt nicht eine Woche nach Geltung der DSGVO damit beschäftigen sollen, sondern am besten schon 2016 hätte man schon im Prinzip Apps und Homepages entwerfen müssen, die das schon umsetzen, aber besser spät als nie. Das heißt, werden Sie so schnell wie möglich DSGVO-konform, dass im Prinzip auch die Kunden zu Ihnen kommen. Denn der Hersteller hat natürlich selber, der Verantwortliche, hat die Pflicht, Data Protection by Design in Default einzuhalten. Er wird also möglichst, wenn er neue Software kauft oder sich eine neue Homepage entwickeln lässt, wird er zuvorderst gucken, ist denn der Softwarehersteller oder mein Webdesigner in der Lage, meine Homepage oder meine App so zu machen, dass ich DSGVO-konform bin und nicht in die Haftung gerate. Sprich, wenn mein Produkt also nicht DSGVO-konform ist, habe ich unter Umständen Pech und kann es gar nicht an denjenigen veräußern. Noch eine weitere Sache, in dem neuen Bundesdatenschutzgesetz wird auch gesagt, die öffentliche Hand soll Ausschreibungen machen und in den Ausschreibungen für etwaige neue Software sollen Sie auch bitte Datenschutz bitte mitbeachten. Das heißt, auch die werden jetzt fragen, ja, wie sehr hält denn Ihre Software denn das neue Datenschutzrecht ein? Wie können Sie mir denn helfen, dass ich die betroffenen Rechte leicht umsetzen kann? Wie können Sie mir denn helfen, dass Ihre Software nicht unnötige Daten sammelt oder womöglich sogar geheim weitergibt an irgendwelche Werbenden? Insofern ist der Verantwortliche zwar direkt betroffen, aber die Hersteller und die Webdesigner und Designer sind mittelbar auch betroffen, indem sie solche Produkte und solche Seiten herstellen müssen, die DSGVO-konform sind. Dann schauen wir uns die Pflichten des Verantwortlichen an. Der soll also im Prinzip über den Grundsatz des Data Protection by Design in Default technische Maßnahmen ergreifen. Das sind zunächst mal alle Vorkehrungen physischer Art, zum Beispiel Abschließen von Datenträgern, zusehen, dass nicht jeder in mein Gebäude reinkommt oder aber halt auch mit Steuerung der Software- und Hardwareprozesse, zum Beispiel Passwortsicherung oder aber Verschlüsselung von Daten oder aber Zugriffsberechtigungen kürzen. Das heißt, nicht jeden meiner 100 Mitarbeiter muss alle Daten sehen, sondern nur die damit im Prinzip, die da mit den Daten in Kontakt kommen. Die organisatorischen Maßnahmen meinen die äußeren Rahmenbedingungen zur Gestaltung des Verarbeitungsprozesses. Das heißt, das Vier-Augen-Prinzip, das besagt also zum Beispiel, dass bei besonderen sensiblen Daten man sagen muss, hey, Mitarbeiter, du kannst die Daten nur sehen, wenn ich als Chef mit dir gleichzeitig dabei bin und sonst kann keiner diesen Schrank öffnen. Das heißt, ich und jeweils der zuständige Mitarbeiter gehen zusammen zum Schrank, öffnen ihn oder im PC halt habe ich das Passwort und gebe das meinen Mitarbeiter frei. Oder halt im Prinzip Protokollierung von Tätigkeiten oder man macht Stichproben, ob jeder Mitarbeiter sich an die Grundsätze der Daten DSGVO hält. Das sind halt im Prinzip die organisatorischen Maßnahmen, die man ergreifen kann. Und weitere Anwendungsbeispiele für Data Protection by Design, also Datenschutz durch Technik, Pseudonymisierung, das heißt, ich sehe zu, dass ich die Identifikationsmerkmale durch Codes ersetze und möglichst den Schlüssel, der diesen Code entziffert, sicher getrennt aufbewahre. Oder aber ich schaffe es gleich, die Daten, die ich erhebe, zu anonymisieren. Das heißt, von vornherein habe ich per Default keine Möglichkeit, die Person auffindig zu machen. Das kann etwa gelingen über Datenaggregation, was so viel bedeutet wie im Prinzip die Verdichtung oder die Zusammenfassung von Daten in einer großen Datenmenge, sodass der Einzelne daraus nicht mehr ersichtlich ist. Das könnte ein Weg sein, da wissen Sie als Techniker sicherlich noch weitere Möglichkeiten, wie man es schafft, Datenanonymität herzustellen.
Ein weiteres Beispiel könnte auch sein, Transparenz herstellen. Das heißt, Transparenz herstellen, wer verarbeitet die Daten, wo werden die Daten verarbeitet, wie werden die Daten verarbeitet, dass der Betroffene jedes Mal genau weiß, okay, das hier alles passiert und ich kann jetzt meine Auskunftsrechte so geltend machen, ich kann die Einschränkungen der und der Punkte verlangen. Ich weiß genau, die Daten werden gesammelt. Das heißt, wenn ich eine Datenportabilität habe, kann ich auch überprüfen, ach, wurden jetzt alle Daten übertragen oder nicht. Also versuchen Sie, Transparenz herzustellen. Oder aber eine weitere Idee könnte sein, datensparsame Nutzerauthentifikation. Zum Beispiel haben wir so einen elektronischen Identitätsnachweis in unserem Personalausweis, in den neuen. Und da kann man auf der Seite des Personalausweises quasi selbst festlegen, welche Daten zu Authentifizierungszwecken überhaupt weitergegeben werden. Das heißt, da bestimme ich selbst im Prinzip, was im Falle einer Authentifizierung durch eine Maschine weitergegeben werden kann. Ja, und dann appelliert die DSGVO auch, dass man automatisierte Verfahren zur Realisierung der betroffenen Rechte einführt. Das heißt, dass ein Einwilligungswiderruf leicht möglich sein soll. Sprich, dass sie ihm so genauso leicht, wie sie quasi die Einwilligung eingeholt haben, nämlich mittels eines Okay in einem Banner, ihm genauso schnell technisch möglich machen, dass er mit einem weiteren Klick auch klicken kann, bitte meine Einwilligung ist widerrufen, darf es nicht mehr weiter verarbeiten. Oder aber, dass er den Widerspruch gegen sonstige Verarbeitungen geltend machen kann. Das heißt, dass Sie zusehen, dass Sie auf den Homepages oder in der Software die Möglichkeiten der Rechte nicht irgendwie unter 15 Punkten verstecken, sondern dass das vielleicht direkt irgendwie in einem Menüleiste ist, Rechte des Betroffenen, und dass er draufklickt und dann sieht, ach, hier kann ich meine Einwilligung widerrufen, hier kann ich die Beschränkung meiner Daten beantragen, ach, hier kann ich den Widerspruch einlegen. Genau. Und möglicherweise automatische Feststellung von Datenschutzpannen, das heißt, dass ich Sicherheitsvorrichtungen einrichte, dass mir Hackerangriffe direkt angezeigt werden, sodass ich schnell meinen Meldepflichten nachkommen kann. Weil ich habe 72 Stunden Zeit dafür. Insofern sollte man gucken, dass man solche automatischen Verfahren einführt. Und ich habe ja schon gesagt, es soll nicht unverhältnismäßig sein, sondern die DSGVO sagt, bitte wege ab das Risiko und die Kosten. Ich muss vergleichen die Implementierungskosten gegen das Risiko, das heißt die Schadenshöhe für die Rechte und Freiheiten der Betroffenen. Faustregel dabei ist, je höher die Wahrscheinlichkeit und je größer der Schaden, umso größer sind die Maßnahmen, die ich ergreifen muss, um der Pflicht Data Protection by Design, um dieser Pflicht gerecht zu werden. Die DSGVO verlangt jetzt aber auch keine Maßnahmen über den aktuellen Stand der Technik oder bei einem unverhältnismäßigen Kosten-Nutzen-Faktor. Das heißt, wenn ich jetzt durch eine neuartige Technik, die 10.000 Euro kostet, nur so wenig mehr an Datenschutz erreichte, bin ich nicht verpflichtet, für 10.000 Euro das bisschen Datenschutz zu gewährleisten. Das heißt, dann kann ich sagen, hey, hier könnte zwar mit dieser Technik neuer Schutz gewährleistet werden, aber das steht außer Verhältnis zu den Kosten, die es kosten würde. Das heißt, man muss nicht per se alles kaufen, was auf dem Markt ist, sondern es wird da schon auf die Verhältnismäßigkeit geachtet. Und ja, der Begriff Stand der Technik meint dabei die beste derzeit verfügbare Technik. Und man kann sich dazu auch mit der Datenschutzaufsichtsbehörde abstimmen und fragen, ja, was achten Sie denn derzeit eigentlich so als beste Technik? In der Vergangenheit gab es auch regelmäßig Auflistungen von Datenschutzbehörden, was aktuell der Stand der Dinge ist. Die Datenschutzbehörden sind auch jetzt gehalten, den Verantwortlichen Leitfäden an die Hand zu geben, damit er weiß, okay, was ist denn der aktuelle Stand? Das heißt, zur Not dort auch anrufen und sich mal beraten lassen, was Sie denn als Stand der Technik erachten, dass man im Falle einer Überprüfung nicht völlig daneben liegt mit seiner Technik, die man einführt. Bei den Implementierungskosten, also man ist nicht verpflichtet, Kosten in unbegrenzter Höhe zu ergreifen. Aber die DSGVO achtet auch nicht auf die Leistungsfähigkeit des Betroffenen. Das heißt, der DSGVO ist es egal, wie sehr der Verantwortliche gerade liquide ist. Man muss schon zusehen, dass der Datenschutz möglichst gut eingehalten wird. Aber auch da wird man sagen, im Rahmen dieser Abwägung kann ich dann auch im Falle eines Falles bei Gericht sagen, hey, ich habe ja auch unternehmerische und Berufsfreiheit. Ich kann nicht meinen Betrieb völlig kaputt machen, indem ich jetzt diese hohen Kosten auf mich nehme. Sprich, hier hat die DSGVO keine festen Vorgaben gemacht. Es ist sehr schwammig. Es wird in Einzelfall zu Streiten kommen vor Gericht, wo man dann im Prinzip sich äußern muss, wie man die Abwägung gemacht hat und warum man der Meinung war, dass man jetzt diese hohe neue Technik nicht implementiert hat.
Genau. Zum Zeitpunkt, da sagt die DSGVO, diese technischen und organisatorischen Maßnahmen, ich habe sie mit TOMS abgekürzt, sie müssen schon bereits zum Zeitpunkt der Festlegung der Mittel schon ergriffen werden und bedacht werden. Das heißt, wenn ich im Voraus plane, was ich bilden möchte, es ist natürlich immer besser. Auch wenn ich ein Haus baue, gehe ich erstmal zum Architekten und plane das, damit mir das Haus später nicht zusammenkracht. So sollte man das auch im Prinzip zusehen, dass man mit der Software, die man verwendet oder Software erstellt, ja gleich, Software, die man erstellt, schon von vornherein sich Gedanken macht und das von vornherein richtig macht, damit man nicht nachher noch hohe Kosten in der Nachjustierung hat. Das heißt, machen Sie sich bitte im Vorhinein Gedanken, welche Daten sammle ich, welches Risiko besteht für die Betroffenen, habe ich viele sensible Daten, da muss ich schon im Vorhinein mit einem Tech-Security-Menschen durchsprechen, hey, was ist denn der aktuelle Stand der Technik? Ich möchte von vornherein verhältnismäßig sicher in die Welt treten mit meiner App, und man spart sich dann möglicherweise hohe Nachrüstungskosten. Und der Einsatz dieser technischen und organisatorischen Maßnahmen soll auch während der Verarbeitung stattfinden. Das heißt, wenn ich jetzt Maßnahmen eingeführt habe und wir sind jetzt 2 Jahre später und ich verarbeite noch immer Daten, dann hat sich die Technik wohl schon weiterentwickelt. Ich habe also auch eine Update-Pflicht. Ja, und da hilft es nichts, wenn man sagt, hey, sorry, ich wollte die hohen Kosten nicht, die neue Technik ist zwar da, aber ich kann es mir nicht per se leisten, weil da wird immer geguckt, waren denn die Kosten wirklich unverhältnismäßig. Das heißt, schauen Sie immer zu, dass Sie regelmäßig vielleicht alle 6, 7, 8 Monate mal schauen, was denn so der neue aktuelle Stand der Technik ist, weil man ist verpflichtet, während der Bearbeitung auch stets immer adäquate technische und organisatorische Maßnahmen zu ergreifen. Da war eine Frage? Zügig herzubringen, also rechtzeitig auszuliefern. Da kommen dann Updates zum Beispiel erst nach 2 Jahren oder gar nicht mehr für diverse Handys, obwohl halt viele, zum Beispiel jetzt die DSGVO, im Betriebssystem theoretisch mit integriert werden müsste. Und vor allem jetzt ist es auch wichtig, dass auch die älteren Smartphones auch gegen Sicherheitslücken resistent gemacht werden müssen. Gibt es dahingehend zum Beispiel eine Verpflichtung oder werden jetzt zukünftig ab dem jetzt zum Beispiel jetzt 25. Dann die Hersteller dazu verpflichtet, die Updates regelmäßig auszuliefern? Mhm. Ja, wie ich schon gesagt habe, das Gesetz ist hier an dieser Stelle schwammig. Es sagt zum Beispiel, ja, du gehst jetzt davon aus, ich habe ein Android-Handy von, was weiß ich, Firma A. Das Handy an sich ohne jegliche Apps wird schon Daten rausziehen. Und dann habe ich natürlich auch nochmal, keine Ahnung, ich installiere noch Google und noch die 1000 Apps und die Taschenlampen-App, die mein Ort wissen möchte und Co. Das sind natürlich andere Verantwortliche. Die müssen ihrerseits natürlich schauen, dass sie die TOMS ergreifen. Der Hersteller jetzt meinetwegen Samsung, der hat jetzt das Note 2 rausgebracht und das Note 2 sendet immer noch fleißig Daten an Samsung. Der wäre eigentlich nach der DSGVO, und da sind wir genau hier, während der Verarbeitung, das heißt, ich habe das Note 2 und es ist immer noch so schön ein Datensauger wie 2010. Jedenfalls saugt es immer noch. Das heißt, eigentlich wäre Samsung da verpflichtet, zumindest ein Update für die älteren Handys, zumindest in der Hinsicht zu bringen, dass die Datensparsamkeit eingelebt wird. Aber Samsung ist in dem Falle nicht verpflichtet, auch die neuesten Apps und die Technik vom Note 2 auf den neuesten Stand zu bringen, sondern eigentlich würde man sagen, ja, man könnte prüfen, ob man, wenn man solche Verstöße sieht, ob man da nicht hingeht und gegen die alten Handyhersteller, die per se, wo das Handy schon die Daten sammelt, ob man nicht gegen die vorgeht. Ja, das ist ein interessanter Gesichtspunkt. Ja. Genau, das war halt, wie gesagt, speziell auf die Software, auf die Betriebssysteme der Handys und nicht die Apps darauf gemeint. Ja. Ja. Und noch eine weitere Frage. Sie sagten zuvor, dass die Smartphones, beziehungsweise dass die DSGVO halt als Vorteil, als sozusagen Marketing genutzt werden kann, das halt einen Vorteil für die Unternehmen oder für die Produkte bieten soll. Aber die DSGVO ist ja verpflichtend. Also sie muss ja so oder so umgesetzt werden. Mhm.
Ja, aber wie kann man das als Vorteil verstehen? Jetzt mal zum Beispiel aus der Sicht von einem. Also ich habe ja gesagt, der Verantwortliche, also der Datenverarbeiter, ist der Verpflichtete zu Data Protection by Design. Aber wenn ich ein Hersteller von Apps bin, kann ich, wenn ich besonders schnell bin, habe ich doch einen Wettbewerbsvorteil gegenüber den anderen App-Herstellern, die das noch nicht umsetzen. Das heißt, dann kann ich mit meiner App werben, hey, lieber Verwender, meine App ist jetzt da DSGVO-konform, bitte kauf meine. Das meinte ich damit. Also das heißt, für die kommenden ein, zwei Jahre, in denen die DSGVO jetzt umgesetzt wird, Stück für Stück, wird das dann vor allem relevant sein. Genau, und ich meinte auch, man hätte im Prinzip dieses Marketingmerkmal schon 2016 anwenden müssen, indem man sagt, hey, super, die DSGVO ist jetzt in Kraft getreten, sie wird in zwei Jahren gelten, das verwechseln immer viele, in Kraft treten war sie schon 2016. Man hätte schon sich direkt dran machen müssen und Produkte entwerfen müssen, die DSGVO-konform sind, um dann schnell Marketing zu machen. Ja? Ich weiß, die DSGVO ist ein Regelungsmonster, aber trotzdem kann man seine Apps verkaufen, jetzt vor allen Dingen, wenn man DSGVO-konforme Apps und Programme schreibt. Das meine ich damit. Okay, vielen Dank. Ja. Genau, wir waren stehen geblieben bei der Update-Pflicht, also auch während der Verarbeitung. Und das ist, wenn ich jetzt das System eingeführt habe und es ist jetzt 3 Jahre vergangen, ich muss zusehen, dass in 3 Jahren meine technischen und organisatorischen Maßnahmen immer noch datenschutzadäquat sind. Das heißt, ich habe eine Update-Pflicht und da kann man auch nicht in das Argument von hohen Kosten flüchten. Hier mal eine kurze Checkliste, was man immer prüfen kann. Ist quasi mein Verarbeitungssystem derart gestaltet, dass die Datenminimierung immanent im System ist, also ständig nur diejenigen Daten erhoben werden, die für die Zwecke dieser App, zum Beispiel habe ich eine Wetter-App. Was brauche ich eigentlich für eine Wetter-App? Ich brauche eigentlich nur den Ort. Mehr bräuchte ich eigentlich nicht. Das heißt, ich muss bei einer Wetter-App zusehen, dass ich nur GPS-Daten möglicherweise ziehe oder der Betroffene mir persönlich in mein Adressfeld schreiben kann, ich wohne in Wiesbaden. Aber was interessiert mich denn, wie er heißt oder wie seine Kreditnummer ist, es sei denn, die App ist kostenpflichtig. Also das System muss im Prinzip schon Datenminimierung immanent in sich haben. Dann kann man auch immer, wenn man etwas entwickelt, kann man schon gleich bei der Entwicklung dran denken, erfüllt denn mein Verarbeitungssystem die betroffenen Rechte, also das Recht auf Information, das Recht auf Widerruf, das Recht auf Widerspruch oder Datenportabilität. Was macht denn mein Kunde, der die App kauft und der Betroffene kommt und möchte eine Datenportabilität? Habe ich mein System so gemacht, dass mein Kunde, der diese App kauft oder die Software kauft, schnell die Daten zusammen hat und wupp, an den neuen Stromanbieter übertragen kann? Solche Dinge sollte man beachten. Sind in den Verarbeitungssystemen Funktionen enthalten, die die Datentransparenz in simpler Weise für den Betroffenen sicherstellen, dass er jederzeit weiß, welche Daten verarbeitet werden, wo sie gespeichert werden, dass er im Prinzip eine umfassende Information hat, dass er halt Herr seiner Daten ist. Und schließlich könnte man überlegen, ist denn ermöglicht das Verarbeitungssystem etwa die Verschlüsselung der Daten oder die Anonymisierung der Daten, wenn man sowas etwas entwickelt, dass man das schon direkt vorher mitbedenkt oder wenn man Produkte einsetzt, dass man wenn man Produkte kauft, dass man auf diese Checkliste achtet, ob das erfüllt wird. Das heißt, wenn ich jetzt selber Software in mein Unternehmen einsetze als Verantwortlicher, sollte man diese Checkliste auch mal durchgehen zumindest. Und der nächste Punkt, Data Protection by Default. Umgesetzt bedeutet das so etwas wie die datenschutzfreundliche Voreinstellung. Das heißt, ich habe jetzt schon eine App entwickelt, die im Prinzip Datenminimierung beachtet. Aber innerhalb dieser App kann ich nochmal zusehen, dass ich dem Betroffenen nochmal die Rechte lasse, zu den erforderlichen Sachen auch noch ein paar auszuklicken bzw. anzuklicken. Denn eine freundliche Voreinstellung bedeutet auch, dass ich nicht schon alles vorauswähle, klick, 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 klick und der Betroffene muss hingehen und 20 Häkchen rausmachen, sondern ich lasse vielleicht ein Häkchen an, was im Prinzip zwingend notwendig ist, damit die App läuft. Keine Ahnung, ich habe eine Wett-App und ich brauche unbedingt GPS, dann kann ich das Häkchen anlassen, aber weitere Sachen, die vielleicht auch noch für die App sinnvoll ist, weil sie zusätzliche Funktionen hat, da soll ja möglichst der Betroffene selber nochmal durch Klicks angeben, was er denn verarbeitet haben möchte. Ja, auch hier wieder ein Monster an Vorschrift. Wenn man das kurz zusammenfasst, datenschutzfreundliche Voreinstellungen, dann betrifft sie wieder den Freundlichen. Der muss auch jetzt bei der Voreinstellung technische und organisatorische Maßnahmen ergreifen, die im Prinzip sicherstellen, dass nicht mehr Daten verarbeitet werden, als für meinen Zweck erforderlich. Das heißt, wenn ich eine Taschenlampen-App habe, brauche ich keine Standortdaten und keine Kreditkartennummern. Und die Verpflichtung gilt über die Menge der Daten, wie viele Daten erhebe ich denn,
in welchem Umfang sammle ich denn die Daten, wie ist es denn mit der Speicherfrist und wie ist es denn mit der Zugänglichkeit, wer hat denn alles Zugang zu meinen gesammelten Daten? Und ich muss halt auch noch den Betroffenen möglichst sicherstellen, dass die Daten nicht einer unbegrenzten Anzahl von Personen zur Verfügung gestellt werden. Wir denken jetzt an Facebook. Das war, glaube ich, also ich weiß nicht, ich bin schon seit 10 Jahren abgemeldet, aber damals war es so, dass per Default jeder sehen konnte, was ich schreibe. Und ich musste erst mal selbst ausklicken, wen ich dabei haben möchte. Ob ich nur meine Kontakte dabei haben möchte oder ob ich alle Angemeldeten dabei haben möchte oder ob ich das World Wide Web quasi auf die Daten zugreifen lassen möchte. Da geht die DSGVO von aus, dass im Prinzip Facebook jetzt hingeht und als Voreinstellung hat, nur ich kann die Daten sehen. Und dann muss ich selber in meine Einstellung gehen und klicken, meine Freunde dürfen auch sehen, Facebook-Mitglieder generell dürfen sehen, das World Wide Web darf sehen. So ist die Grundidee von datenschutzfreundliche Voreinstellungen. Wir gucken uns dieses Gesetzesmonster noch mal ein bisschen aufgeschlüsselt an. Also Zielgruppe, klar. Das wird jetzt nicht die Papiernotizen betreffen, sondern meine Zielgruppe ist jetzt in dem Bereich Homepages, Software und Apps. Und Kerngehalt des Grundsatzes Data Protection by Default, also durch Voreinstellung, ist Datenminimierung und ich muss das Gebot der Erforderlichkeit für die Zweckerfüllung beachten. Das heißt, auch da muss ich zusehen, dass ich im Prinzip durch Voreinstellung nur diejenigen Daten ziehe, die unbedingt erforderlich sind für meinen Zweck, der App oder der Software. Und das sind die Pflichten, also die Erschaffer der DSGVO haben sich gedacht, wir sind jetzt im 21. Jahrhundert, Big Data, jeder saugt und saugt und saugt. Man wollte im Prinzip mit diesem Grundsatz Data Protection by Design and Default die Reduzierung der Ausbeutung des Rohstoffs des 21. Jahrhunderts im Prinzip begegnen. Und wann ist im Prinzip die Erforderlichkeit gegeben? Die Erforderlichkeit ist nur gegeben, falls weniger Datenverarbeitung unzureichend wäre für meine Zweckerfüllung. Das heißt, wenn ich im Prinzip eine App habe, die halt auch wirklich auch die Adresse braucht und er würde mir im Prinzip aber nur seine Kreditkartennummer geben und es wäre unzureichend, dann dürfte ich auf jeden Fall darauf bestehen, dass ich auch noch seine Adresse bekomme. Aber jedenfalls dann zum Beispiel wäre jetzt in diesem Fall meine Pflicht erfüllt. Und was unzureichend ist im Rahmen einer Voreinstellung, ist zum Beispiel eine datenhungrige Voreinstellung, also 100 Kästchen angeklickt und der Betroffene selbst soll hingehen und alles ausklicken, das ist unzulässig nach der DSGVO, denn die DSGVO geht von der Trägheit des Nutzers aus, der Nutzer ist unbedarft, er weiß nicht, wo das ist, er weiß nicht, was er ausklicken kann, also soll der Nutzer nicht überrumpelt werden, sprich, bitte macht eure Voreinstellung so, dass er selbst freiwillig was anschalten kann. Und die DSGVO ist auch rigoros, also das Gebot der Datenminimierung steht grundsätzlich höher als mein wirtschaftliches Interesse. Das heißt, man möchte jetzt hingehen und die Unternehmen dazu zwingen, dass die Personendaten wichtiger sind als mein wirtschaftliches Interesse. Ich kann nur, die einzige Grenze ist im Prinzip mein Existenzminimum oder mein Unternehmensexistenz, ja. Das kann ich sozusagen als Abwägungsmasse da reintun, aber alles, was die Existenz meines Unternehmens bedroht, ist nicht so wichtig, dass ich im Prinzip mehr Daten sammle als erforderlich. Und der Umfang der Verpflichtung, da war ja ein riesengroßer Text. Also einmal soll ich die Menge beachten, dann soll ich den Umfang der Datenverarbeitung beachten, ich soll Speicherfristen beachten und die Zugänglichkeit der personenbezogenen Daten. Die Menge meint, reduziere die Menge auf das wirklich für den Zweck erforderliche. Umfang der Datenverarbeitung meint eigentlich die Tiefe der Verarbeitung. Das heißt, wenn ich hingehe und möglichst viele Daten sammle und dann zusammenführe, um ein Profil der ganzen Person zu bekommen. Das ist im Prinzip mit dem Umfang der Datenverarbeitung gemeint. Auch das soll möglichst gering bleiben, damit man nicht ein Profil von demjenigen bekommt. Speicherfrist. Da soll die Voreinstellung so ausgeschaltet sein, dass die Daten nur so lange gespeichert werden, wie mein Zweck erfüllt wird. Das heißt, ist mein Zweck erfüllt, sollte ich automatische Verfahren einrichten, die dann automatisch hingehen und die Daten löschen. Darüber hinaus bin ich nicht berechtigt, weiter die Daten zu speichern und zu erheben. Und als Beispiel wäre jetzt im Prinzip das Recht auf Vergessenwerden. Jeder hat das Recht auf Vergessenwerden. Wenn ich aber meine Voreinstellung nicht so mache, dass im Prinzip die Daten automatisch gelöscht werden, verstoße ich gegen das Recht auf Vergessenwerden. Etwa wenn zum Beispiel jemand eine individuelle Frage stellt, hey, was kostet dieses Produkt X und Y und ich
schreibe ihn nicht nur drauf, was das Produkt kostet, sondern melde ihn automatisch auch zu einem Newsletter an. Dann habe ich im Prinzip das Gebot des Vergessenswerden nicht beachtet, ja? Und zu guter Letzt Zugänglichkeit der personenbezogenen Daten, wie gesagt, auf das Erforderliche beschränken. Nicht offen für jedermann. Man möchte da zum Beispiel Problematiken vermeiden, das vorausgewählt ist. Einladungen bei Facebook sind öffentlich. Das soll eigentlich nicht öffentlich sein, damit man uferlose Facebook-Partys vermeidet. Sowas soll in Zukunft nicht mehr stattfinden. Und jetzt haben wir natürlich auch ein Problem bei der Zugänglichkeit der personenbezogenen Daten bei Blogs und bei Foren. Das heißt, ich habe einen Blog und da ist eine Kommentarfunktion. Ich habe ein Forum, da stehen 1000 Beiträge. Da wird sich in der Literatur drüber gestritten, ob Blogs und Foren überhaupt noch Bestand haben dürfen. Eine Mindermeinung sagt, nee, Foren und Blogs haben jetzt ihre Daseinsberechtigung verloren, denn Foren und Blogs können per se nicht Data Protection by Design in Default sicherstellen, weil jeder auf dieses Blog gehen kann und alles sehen kann. Eine vermittelnde Ansicht sagt, na klar, ich darf einen Blog betreiben, na klar, ich darf ein Forum betreiben, aber ich kann doch jetzt den Forumsbeschreiber, kann ich doch die Möglichkeit geben, selbst auszuwählen, welcher Kreis von Leuten diesen Beitrag sehen darf. Ja, dass man im Prinzip hingeht und technisch einbaut, bevor er diesen Beitrag postet, dass er da anklicken kann, nur die hier in dieser Gruppe Anwesenden oder aber halt alle Blog-Teilnehmer, dass er im Prinzip selbst bestimmen kann, ob im Prinzip der Beitrag im World Wide Web gesehen werden kann, ob der Beitrag nur in dieser einen speziellen Gruppe gesehen werden kann, ob er in diesem ganzen Forum gesehen werden darf. Ich denke, diese Meinung wird sich durchsetzen hinsichtlich von Blogs und Foren. Und die DSGVO hat natürlich auch jetzt in einen dritten Absatz zu diesem sehr, sehr monströsen Paragraphen noch eine Möglichkeit von Zertifizierung eingeräumt. Das heißt, man kann sich durch bestimmte Datenschutz-Auditfirmen einmal kontrollieren lassen und sich zertifizieren lassen, dass die Maßnahmen, die man ergriffen hat, Data Protection by Design und by Default umsetzen. Ja? Einen Moment. Okay. Ja, meine Frage bezieht sich auf Blogs oder Foren. Da haben Sie gerade gesagt, dass man ja auch die Möglichkeit zur Freischaltung des Nutzerkreises haben soll und wer was sehen darf und so weiter. Ich sehe doch eigentlich, der Sinn eines Blogs oder eines Forums ist doch der Austausch zwischen allen Nutzern. Und deswegen ist es für mich nicht verständlich, dass das Erfordernis besteht, dass man da auch Einschränkungen vornimmt. Also wie gesagt, dieser Grundsatz ist ja neu eingeführt worden. Ich habe gerade die Ansichten aus der Fachliteratur wiedergegeben. Also einige Juristen sind streng der Ansicht, Blogs und Foren haben ihre Daseinsberechtigung verloren, weil sie einfach für jedermann offen zugänglich sind. Und wenn ich da irgendwas schreibe, was meine Persönlichkeit aufzeigt, dann kann ich das doch gar nicht mit dem Grundsatz des Data Protection by Design in Default sicherstellen. Und deswegen sagt eine vermittelnde Lösung, hey, bau doch bitte in deinen Kommentarfunktionen eine Möglichkeit ein, dass derjenige, der vielleicht besonders datensensibel ist und möglichst nicht die ganze Welt daran teilhaben lassen möchte, dass er schreibt, hier, ich bin jetzt bei dem Brotblog und ich bin in der Gruppe Kaiserbrötchen und es sollen auch nur diese Leute meinen Beitrag zu Kaiserbrötchen mit Nutella und Butter sehen, aber bitte nicht der ganze Brotblog. Also so dergestalt, sagt man, könnte man im Prinzip diese Aufforderung Data Protection by Design in Default sicherstellen. Ja, ja. Und zwar, das Argument wäre doch, ich meine, wenn ich mich da anmelde bei einem Blog oder Forum, das mache ich freiwillig. In dem Moment, in dem ich das mache, ich weiß, dass meine Daten eben allen Teilnehmern, dem ganzen Nutzerkreis dann auch bekannt werden. Und deswegen, da sehe ich überhaupt nicht, dass das Erfordernis sehe ich nicht, weil dadurch, durch die Einwilligung und Nutzung, willige ich ja auch damit ein, dass meine Daten eingesehen werden. Also nochmal, das ist gerade nicht meine persönliche Ansicht, sondern ich habe so ein bisschen referiert über die Ansichten in der Rechtswelt. Klar, ich könnte mir auch vorstellen, dass man sagt, bevor sich jemand jetzt zum Blog anmeldet oder die bereits Angemeldeten, die sollten jetzt auch eine neue Information bekommen und die durchlesen und möglichst einwilligen, dass jeder im Blog und jeder im World Wide Web diese Beiträge, die er leistet, sehen kann und sich da eine explizite Einwilligung einholen. Ich denke, mit der Einwilligung dürfte man sicher gehen. Ja?
Auch gleich zu dem Thema. Gibt es nicht so einen Paragraphen oder einen Hinweis darauf, dass man diese Einwilligung zur Verarbeitung zusätzlicher Daten, dass man nicht den Betrieb seiner Seite von abhängig machen darf? Also es kommt akustisch sehr schlecht gerade an. Ups, ich höre mich super. Ja, ja, aber hier kommt so verrauscht an. Auf jeden Fall, Facebook kann jetzt nicht sagen, hör mal, Nutzer, du darfst jetzt hier bei Facebook noch weitermachen, wenn wir alle deine Daten immer weiterverkaufen können wie bisher. Mhm. Also so hatte ich das verstanden. Das wäre in dem Fall auch illegal, dass sie sagen, quasi, du darfst hier nur weitermachen, überhaupt unser Angebot nutzen, wenn wir all diese Zusatzrechte von dir auch kriegen. Ansonsten darfst du einfach Facebook gar nicht mehr benutzen, okay. Meinetwegen. Da taucht das Stichwort Kopplungsverbot auf. Das heißt, ich darf jemanden, der seine Einwilligung nicht erteilt, sagt das Gesetz, keinen Nachteil zukommen lassen. Da wird sich, wie gesagt, es gibt noch keine Praxis. Wir sind jetzt gerade eine Woche, ist das Kind auf der Welt und läuft rum. Da sagt die Literatur, wenn ich kein Monopolist bin, darf ich das machen. Aber wenn ich ein Monopolist bin, dann darf ich das nicht machen, sondern dann muss der Betroffene die Entscheidung selbst haben, was er preisgibt und was nicht. Bei Facebook würde ich sagen, ist kein Monopolist, könnte das durchaus so machen, weil, keine Ahnung, wir haben, gut, die meisten vernünftigen jungen Leute gehen jetzt mittlerweile zu Snapchat und zu Instagram und Co., das heißt, Facebook ist da aus, beziehungsweise wieder über Umwege mit drin. Aber Monopolist, würde ich sagen, ist Facebook nicht. Ja, ich würde die Frage ganz gern nochmal andersrum stellen. Wenn ich die Basisfunktionalität mit dem Standard Data Protection by Default zur Verfügung stelle, und dann aber sage, für mehr Daten bekommst du ein Incentive, das heißt, du bekommst etwas über den eigentlichen Nutzungswert hinaus. Mhm. Wäre das dann okay? Ja, wie schon sagte, das fließt ja mit in diesen Kreis ein von Kopplungsverbot. Und wenn man nicht Monopolist ist und man würde jetzt für einen Zusatz an Daten auch ein Mehr an Leistung bieten und man kriegt die Einwilligung, dürfte das meiner Ansicht nach okay sein. Ja. Okay. Genau. Wir waren bei der Möglichkeit der Zertifizierung stehen geblieben. In dem letzten Absatz von diesem Paragraph 25, was Data Protection by Design und Default aufschreibt, wird erwähnt, ja, als Indiz, dass man Data Protection by Design und Default einhält, kann man sich regelmäßig zertifizieren lassen durch Datenschutzunternehmen, die meinen Betrieb und meine Software und meine organisatorischen und technischen Maßnahmen begutachten und mir einen Stempel geben, ja, hier in dem Betrieb ist alles sauber. Kann als Indiz gelten für die Einhaltung dieser Grundsätze. Eine Checkliste zu Einhaltung von Datenschutz durch Voreinstellung. Da kann man sich im Prinzip fragen, Beschränkung des Datenumfangs auf das Zweckerforderliche, Bestehen eines umfassenden Berechtigungssystems, also Need to Know, nur die Personen, die im Prinzip jetzt mit diesem Kunden beschäftigt sind, sollen die Daten sehen und nicht alle Mitarbeiter des Unternehmens. Oder aber bei besonders sensiblen Daten das Vier-Augen-Prinzip, das heißt der Arzt plus die jeweilige Sekretärin, aber nicht alle Mitarbeiter und auch nicht die Putzfrau, die dann um 18 Uhr vorbeikommt und im Prinzip durch die Räume geht, dass sie nicht die Schublade aufziehen darf. Dann kann man sich fragen, gibt es denn Sicherheitsfunktionen im System dergestalt, dass bei einem Angriff, zum Beispiel mit einer fehlerhaften Anmeldung bei einer Homepage oder bei einer Software oder bei einem Cloud-Dienst, möglicherweise nicht gesagt wird, hey, du hast dich gerade versucht anzumelden, dein Nutzername war falsch, dass er nochmal 10 weitere Nutzernamen geben kann, sondern grundsätzlich sagt, deine Erkennung war nicht erfolgreich, aber nicht sagt, Passwort war falsch oder Nutzername war falsch. Ja? Und dann kann man sich fragen, ist denn die Speicherung der Daten per Default mit einem Verfallsdatum versehen, möglicherweise, keine Ahnung, bis zum Ende des Jahres, weil ich dann alle Kunden angeschrieben habe, die sich für das Produkt X entscheiden, was heute rauskommt, und dann mit einer automatischen Löschung. Und man kann sich halt auch fragen, ist es denn ratsam oder ist es denn möglich, dass ich mir ein Zertifikat über meine Verarbeitung einholen darf? Genau, das zur Checkliste für die Voreinstellungen. Und gleich kommen wir zu dem Punkt Sanktionen, aber ich würde jetzt mal vorher mal eine kleine Meinungsstimmung einholen. Und zwar schauen wir uns mal kurz hier mal was an. Und zwar, was macht diese Seite eigentlich nach den Grundsätzen von Data Protection by Design und Default richtig, beziehungsweise was macht diese Seite eigentlich falsch?
die Netzverschönerer, die haben hier als eine besondere Schönheit hier hingemacht. Aber ja, die haben versucht, so ein bisschen Data Protection by Design und Data Protection by Default umzusetzen. Was würden Sie sagen, haben Sie bei Data Protection by Design und Default richtig gemacht und wo sind Unzulänglichkeiten? Ja? Also, was ich denke, was Sie richtig machen, ist, dass Sie das erstmal prominent einblenden, dass man das schnell sieht und dass man es einfach bestätigen kann. Was Sie glauben, was Sie falsch machen, alle Häkchen sind von Anfang an gesetzt. Das ist, also erfüllt nicht den Grundsatz der Datensparsamkeit bei Default, als Default-Einstellung. Und ich sehe nicht den Button, wo ich irgendwie drücken kann, ich will wieder raus. Also, dass ich das Setzen des Cookies ablehne. Es wurde ja gesagt, das Opt-in soll genauso kompliziert oder einfach sein wie das Opt-out. Also, ein Button für okay, dann müsste der Button für nicht okay, finde ich doof, auch noch da sein. Mhm. Ich glaube aber, diese Cookie-Erklärung, die geht schon sehr weit über das hinaus, was ich jetzt so als Usus kenne. Mhm. Aber ja, sie informiert ganz gut. Ja, also ich habe natürlich ein bisschen rumgesurft und habe geguckt, wie machen das welche Homepages. Tatsächlich, was diese Seite hier richtig macht, ist erstmal eine schöne Aufklärung. Man sieht es hier, es steht da nicht, ach, Sie sind auf der Seite und wir gehen davon aus, wenn Sie jetzt hier draufbleiben, kann ich alle meine 100 Cookies setzen, sondern Sie sagen, hey, wir sind verpflichtet, Sie darauf hinzuweisen. Dann auch richtig erkannt, falsch ist natürlich, dass jetzt hier Marketing brauche ich nicht unbedingt. Statistiken brauche ich auch nicht unbedingt für den Betrieb der Seite und Präferenzen brauche ich auch nicht unbedingt für die Seiten. Das heißt, eigentlich das hier, was die hier machen, ist aber in Ordnung, denn ich darf hier diejenigen Daten erheben, die zwingend erforderlich sind für den Betrieb dieser Seite. Das heißt, wenn die jetzt, keine Ahnung, Cookies setzen, die Weite und die Höhe des Bildschirms messen, um quasi auf jedem Gerät die richtige Anzeige zu machen, ist das durchaus legitim. Das heißt, die können jetzt schon hingehen und sagen, Funktionscookies brauche ich, weil ich möchte diese Seite auf allen Geräten anzeigen lassen. Das ist schon in Ordnung, aber eigentlich wäre es gut, wenn jetzt diese 3 weiteren Dinge ausgeschaltet werden, was hier auch gut ist. Die erklären genau, was Präferenz-Cookies sind. Also man schaut sich hier an, Präferenz-Cookies sind hier ein bisschen beschrieben, was das ist. Dann steht hier, wir nutzen aber diese Typen von Cookies nicht. Dann Statistiken, das schreiben sie auch, wir nutzen diesen Typen eigentlich nicht. Und Marketing, wir nutzen diesen Typ auch nicht. Letzte Woche, als die DSGVO noch nicht online war, stand hier irgendwas mit 9, da schon was mit 8. Das heißt, das haben sie schon richtig gemacht. Die haben alle nicht erforderlichen Cookies erstmal jetzt gerade aktuell gelöscht. Ja, das heißt, wenn man jetzt hier auf OK gedrückt hätte, wäre im Prinzip nichts passiert, außer den funktionsnotwendigen Cookies. Was nach der DSGVO und auch nach der Meinung der Datenschutzbehörden, die das Papier erlassen haben, richtig ist. Und wir sehen auch, wenn ich jetzt hier alle Cookies erstmal lösche und neu die Seite lade. Das scheinen halt die Funktionscookies zu sein, CFDude und CFBuilder. Das heißt, das eine ist wohl für die SSL-Verschlüsselung und das andere Bilder, wer kennt sich da hier technisch aus, was das für ein Cookie sein könnte? Müsste jedenfalls ein betriebsnotwendiger Cookie sein. Und wenn ich jetzt hier auf OK drücke, verschwindet es. Und jetzt schauen wir mal, was sich in den Cookie-Einstellungen geändert hat. Ja, noch ein weiterer Cookie hinzugekommen, Cookie-Consent. Das heißt, ich habe mein OK gegeben, er speichert sich, dass ich ein OK gegeben habe, dass er diesen hässlichen Balken jetzt nicht jedes Mal aufpoppen lässt, wenn ich auf die Seite komme. Auch dieser Consent-Cookie ist gedeckt von meinem berechtigten Interesse an den Betrieb dieser Seite. Dann schauen wir uns nochmal, ich möchte jetzt keine Werbung machen, auch nicht hier für diesen Monsanto-Übernehmer. Wir sind jetzt auf Bayer.de, die haben es jetzt natürlich von der Usability her oder von User Experience her ein bisschen feiner gemacht, alles ein bisschen kleiner. Wir sehen, wir sind ja auf dieser Seite von diesem Großkonzern und jetzt schauen wir mal kurz, was der hier für Cookies setzt. DSGVO, keine Cookies. Ich bin auf dieser Seite, die haben keine automatischen Cookies gesetzt, sondern die fragen mich, hey, wir würden ganz gerne, dürfen wir denn? Und dann sagen sie, hey, lest dir mal die Datenschutzerklärung durch und guck dir doch mal die Cookie-Einstellung an. Dann klicke ich jetzt mal auf die Cookie-Einstellung. Und da, das ist so interessant, die lassen mir jetzt die Möglichkeit, wie ich es auch schon gesagt habe, zu sagen, Google Analytics ist ja nicht zwingend erforderlich für meine Seite. Ich kann jetzt selbst hingehen und sagen, ja, schalt es an oder nee, lass es aus. Machen wir es aber an. Und dann kann ich sagen, Webcast kann auch an sein oder aus sein. Und jetzt schauen wir mal, was sich in den Cookie-Einstellungen geändert hat. Zack. Eben gerade waren es 0 Cookies und jetzt haben wir Analytics und Analytic Webcast im Prinzip drin. Das zweite dürfte dafür wohl sein, dass ich ausgeklickt habe und nicht eingeklickt habe.
Also die, finde ich, haben Data Protection by Design in Default richtig umgesetzt. Man kann auch hingehen und alle Cookies löschen. Schauen wir mal, was dann passiert, wenn man direkt auf OK drückt. So, jetzt klicken wir mal, ohne in die Cookie-Einstellung zu gehen, haben jetzt auf OK geklickt. Und da sehen wir, die haben beide Analytics-Cookies jetzt gesetzt. Vorher waren keine Cookies. Okay, das mal ein kurzes Praxisbeispiel, wie man das hätte richtig machen können. Und zurück zur Präsentation. Sie sind gleich in Ihr wohlverdientes Wochenende entlassen. Kommen wir zu den Sanktionen. Wie ich schon gerade gesagt habe, Data Protection by Design in Default ist jetzt nicht ein nice to have, sondern es kostet Geld, wenn man es nicht beachtet. Und zwar Bußgeld bis zu 10 Millionen oder 2% des weltweiten Jahresumsatzes. Natürlich habe ich vorhin gesagt, Verhältnismäßigkeitsgrundsatz, das wird mich jetzt als kleiner Betrieb, werden mich nicht die 10 Millionen treffen, sondern es wird irgendwo bei 15.000 sein, aber das kann mir auch schon wehtun. Daneben Unterlassungsansprüche des Betroffenen, wenn ich das nicht beachte, und ganz neu eingeführt durch die DSGVO, das war nach dem alten Bundesdatenschutzgesetz noch viel schwieriger, der Betroffene kann Schadensersatzansprüche geltend machen, nämlich wegen immateriellen Schaden. Er kann sagen, mein Recht auf meine Persönlichkeit wurde durch Ihre Datensammlerei verletzt, bitte zahlen Sie mir jetzt, und da muss man gucken, was die Gerichte machen werden, aber die Strafen sollen drakonisch sein. Man kann davon ausgehen, dass Beträge über 500-600 Euro für so einen Fall zustande kommen, und je mehr sensible Daten ich da speichere und den Grundsatz von Data Protection by Design und nicht Default nicht einhalte, zum Beispiel als Arzt habe ich meine Regalschränke und auch die Putzfrau am Wochenende kann alle aufmachen und meine Daten sehen, wegen diesen sensiblen Daten können wir schon locker irgendwo bei 2.000, 3.000 Euro sein pro Verstoß. Insofern, das sind die möglichen Sanktionen, wenn man diese Grundsätze nicht beachtet. Vielen Dank. Ich hoffe, ich habe Sie nicht sehr gelangweilt. Ich wollte Ihnen das mal kurz aufzeigen. Es ist halt einiges da jetzt passiert, und ja, für Fragen stehe ich gerne zur Verfügung. Dankeschön. Ja, keine Fragen? Oder doch? Liste geschrieben. Erstmal vielen Dank für den klasse Vortrag. War nicht langweilig, ganz im Gegenteil. Ich habe jetzt bloß panische Angst, aber gut, das war abzusehen nach diesem Thema. Sorry, das, ja. Ich hätte eine Frage zum Gültigkeitsbereich. Sie sagten, Datenspeichern ist erlaubt im Zuge einer Vertragsanbahnung zwischen einer Privatperson und einem Gewerblichen. Was genau definiert dieses Thema Vertragsanbahnung? Ich habe so ganz düster aus dem Studium noch, das kann irgendwie gefühlt alles sein. Nee. Bin mir da. Nee? Okay, nee, also cool. Ich habe einen Vertrag. Was brauche ich für den Vertrag? Ich brauche die Anschrift. Ich brauche womöglich sein Geburtsdatum, um Peter Müller A von Peter Müller B zu unterscheiden. Ich brauche eventuell seine Kontonummer, vielleicht Telefonnummer, E-Mail, aber dann hört der Vertragsspaß auch auf eigentlich. Okay. Nee, also ich weiß nicht, ob vielleicht habe ich das Wort Vertragsanbahnung falsch. Also ich dürfte zum Beispiel personenbezogene Daten speichern, wenn ich irgendwann in der Zukunft einen Vertrag machen will, oder muss da schon ein konkret ausgehandeltes Projekt sein? Nee, also auch bei der Vertragsanbahnung darf ich schon natürlich Daten, die für einen möglichen Vertrag nötig wären, schon sammeln. Wie gesagt, aber auch nur die dann für den Vertrag erforderlichen. Also auch nicht über Name, Adresse, Kontonummer hinausgehend. Ja, das würde mir für meinen Geschäftszweck erstmal reichen. Ja, genau. Also zur Vertragsanbahnung. Und wie gesagt, wenn kein Vertrag zustande kommt, dann sollte möglichst in regelmäßigen Abständen automatische Löschung erfolgen. Das heißt, wenn ich schön Verkaufsgespräche führe und die Daten lustig aufschreibe, in der Hoffnung, dass er wiederkommt, und er kommt in 6 Monaten nicht, dann sollte man zusehen, dass nach 6 Monaten das ganze Späßchen gelöscht ist. Ja, also ich würde eher sagen 3, aber wahrscheinlich drückt ein Gericht auch bei 6 Monaten noch die Augen zu. Ja. Ja. Wie sieht denn das aus mit den Aufbewahrungspflichten, die man per Gesetz hat? Also nehmen wir mal an, ich bin Teddybärchenversand, habe meinen Teddybärenversand und dann ja auch eine Adresse und eine Rechnung geschrieben, wo natürlich auch Rechnungsadresse und weitere personenbezogene Daten drauf sind. Die muss ich ja von Gesetz wegen ein paar Jahre lang aufheben. Genau. Also ich entschuldige mich jetzt, wir haben heute nur über Data Protection by Design in Default geredet. Jetzt sind wir in so Einzelrechten drin, wann muss ich denn Sachen löschen und so. Klar, man muss Daten löschen bei der ersten Anforderung, wenn er mir einen Zettel schreibt. Bitte lösch all meine Daten, dann kann ich schreiben, du, ich kann löschen, dass du Blumen magst, aber ich kann nicht löschen deine Adresse und deine Kontonummer, weil ich momentan noch die Abo-Gebühren ziehe.
aber dann darf ich die Daten nicht mehr für einen Newsletter verwenden oder um Ihnen eine Geburtstagskarte zu schicken. Das alles muss ich sicherstellen. Ansonsten darf ich aber die Daten bis zum Vertragsende auf jeden Fall behalten. Und danach habe ich noch HGB und Steuergesetzvorgaben, dass ich Geschäftspapiere und Rechnungen bis zu 10 Jahre aufheben muss. Da muss man denen auch ganz nett darauf hinweisen, hey, ich muss diese Sachen nach den Gesetzen einhalten, aber man darf da nicht hingehen und ihn weiter belästigen. Das heißt, in dem Moment hat er gesagt, ich möchte nichts mehr mit euch zu tun haben, dann sagen Sie, ja, ist alles in Ordnung, aber die Daten brauche ich schon noch fürs Finanzamt, ich muss denen eventuell in 10 Jahren noch die Rechnung zeigen. Aber halt dann Datenverarbeitung einschränken auf 0. Genau. Dankeschön. Ja, wenn ich nochmal darf, meine Frage ist, wie verhält sich das mit, wenn ich aus gewerblichem Zweck irgendeinen Third-Party-Dienst nutze? Weil, seien wir ehrlich, niemand pflegt seine Adresskartei noch auf Adresskartei, sondern wir alle werden irgendwie Google Contacts, LinkedIn oder Tralala nutzen. Jetzt ist natürlich meine Frage, ich trage im besten Wissen und Gewissen als Unternehmer meine Daten in Google Contacts ein, die werden ins Ausland gespielt mit meinem Konto. Und ich bin natürlich in der festen Überzeugung, dass mein Anbieter, sei es jetzt Google oder sei es vielleicht SyncMe, die vielleicht ein bisschen fragwürdiger sind. Natürlich bin ich im besten Gewissen, die erfüllen alle rechtlichen Anforderungen, tun sie aber vielleicht nicht. Was passiert da? Wie weit muss ich sicherstellen? Also muss deren Code prüfen oder deren Prozesse prüfen? Was muss ich tun? Also wie ich schon gerade gesagt habe, ich habe ja vorhin kurz mal die Betroffenenrechte angerissen. Der Betroffene muss natürlich erstmal informiert werden, wenn man solche Cloud-Dienste aus Amerika anwendet. Das heißt, man muss sagen, ich gebe deine Daten weiter an, keine Ahnung, CRM-System 1, sitzt in den USA. Möglicherweise würde ich mir da auch eine Einwilligung einholen. Und darauf achten, wenn man Daten ins Ausland verschiebt, da muss halt nach dem Gesetz halt auch so eine Brücke bestehen fürs Ausland, weil die DSGVO sagt, ich darf nicht Daten ins Ausland übertragen, sofern dort nicht das gleiche Schutzniveau an Datenschutz vorherrscht wie in Deutschland oder in Europa jetzt. USA hat das eigentlich nicht, deswegen gab es jetzt so eine Vereinbarung zwischen Europa und USA mit dem EU-US Privacy Shield. Das ist in Ordnung, aber weil zum Beispiel Google in der ganzen Welt wegen Datenverfügbarkeit speichert, sollte man mit Google auch nochmal eine EU-Standardvertragsklausel abschließen, zusätzlich, und einen Auftragsverarbeitungsvertrag mit jedem Drittanbieter, den ich einbinde. Das heißt, wenn ich Cloud-Lösungen benutze, sei es für Buchhaltung, für CRM-Systeme, ich muss mit denen Auftragsverarbeitungsverträge abschließen. Nett bei Google ist, man kann in der Admin-Konsole hingehen und alle 3 Verträge online abschließen. Bei den kleineren Unternehmen, ja, dem muss man erstmal so einen Auftragsdatenverarbeitungsvertrag hinschicken und dann würde sagen, what the fuck is this? Kann passieren, aber dann darf man den eigentlich nach der DSGVO nicht einsetzen. Und also die strenge Gesetzestheorie sagt, wenn ich CRM-Systeme oder Contact-Systeme benutze, die im Ausland sind, aufklären, am besten Einwilligung, vielleicht geht es auch noch über das berechtigte Interesse, dass ich sage, ich will ein kostengünstiges Produkt einsetzen, weil es gibt aus Europa nichts Entsprechendes, das ist gut, es hat super tolle Funktionen, kostet mich nur 4 € im Monat und ich bin ein junger Gründer, ich verdiene nur 100 € pro Monat, ich kann mir jetzt kein CRM-System für 500 € im Monat leisten, könnte möglicherweise noch durch das berechtigte Interesse gedeckt sein, wenn nicht die Einwilligung der Betroffenen an sich vorliegt. Aber ja, das sind mit der DSGVO neue Unsicherheiten und neue Anforderungen, ja. Ja, das ist jetzt erstmal eine relativ technische Frage wahrscheinlich. Auf einer von den letzten Folien wurde kurz angesprochen, bei Anmeldeversuchen darf ich jetzt kein spezifisches Feedback erhalten, welche Information eigentlich falsch war. Das klassische Beispiel ist an E-Mail-Adresse und Passwort beim Nutzer-Account. Und ja, die allermeisten solchen Systeme haben dann aber auch leider eine Funktion, wo ich praktisch einen neuen Account anlegen kann, gebe ich dann die E-Mail-Adresse ein, sagt mir, nö, gibt schon einen Account dafür. Das heißt, so ein Feedback von wegen E-Mail oder Passwort war falsch, ist eigentlich nicht viel wert. Also wie gesagt, ich bin jetzt nicht aus der technischen Warte, aber das habe ich als Beispiel gegeben. Man sollte halt möglichst gucken, dass man Authentifizierungsprozesse möglichst sicher gestaltet. Das heißt, dass man da vielleicht solche Möglichkeiten in Zukunft nicht mehr anbietet. Das war jetzt wirklich die Frage. Also das gesamte System ist eben schon unsicher, auch wenn der Wortlaut der Idee vielleicht umgesetzt wurde. Also ein Schirm sagt eben, ich kann dir nicht sagen, was falsch war, aber man kann es trotzdem herausfinden. Also wie gesagt, sollte man möglichst versuchen zu unterbinden in Anbetracht der Sanktionen, die einem drohen.
im Falle von solchen Unsicherheiten. Also das ist auf jeden Fall noch bei vielen wirklich Anbietern nicht umgesetzt. Ja, also es ist noch vieles nicht umgesetzt. Ich habe jetzt nur zwei positive Beispiele an Homepages gezeigt. Ich hätte Ihnen jetzt 100 Homepages zeigen können, die noch nicht das Ganze gut umgesetzt haben. Ja? Also die werden sich auch erst rühren, wenn durch die Rechtsprechung sich dann im Prinzip eine Kontur bildet. Aber ja. Ich wollte gerne eine Ergänzung zu der Frage, die zuvor kam bezüglich Kontakte und Google und sowas sagen. Ich habe mal kurz geguckt und auch ein schönes Beispiel für das, was du brachtest, gefunden für diese Werben mit DSGVO-Konformität. Meine Daten liegen in der OwnCloud und da gibt es diverse Anbieter in Deutschland, wo man sich sagen kann, ich möchte, dass meine Daten gerne in Bayern sind oder dass sie in Frankfurt sind. Und die werben auch ganz offensichtlich mit, wir sind DSGVO-konform und wenn du dich bei uns anmeldest, kriegst du kostenfrei einen AV-Vertrag und eine Muster TOM kostenfrei dazu und by the way, deine Daten sind bei uns für nur 2,50 Euro und die haben, also OwnCloud benutze ich, hat auch irgendwie Kontakte-Sync, Kalender-Share, auch mit mehreren Leuten, beliebig viele Nutzer drauf. Genau. Und so. Also könnte man als Alternative betrachten, ist ein Open-Source-Projekt, gibt es tonnenweise Plugins für und es gibt eben Leute, die genau dieses Produkt nutzen und damit das tun, was du sagtest, nämlich sagen, wenn du zu mir kommst, dann kriegst du von mir direkt alle Dokumente, die du brauchst und dann brauchst du dir keine Gedanken mehr machen. Genau, also wie gesagt, man sollte sich vielleicht auf dem Markt wirklich jetzt umgucken nach Alternativprodukten, ob es nicht tatsächlich was aus Deutschland oder aus Europa gibt, weil ich habe jetzt diese Pflichten, Data Protection by Design and Default und wenn ich die nicht einhalte, kann mir was drohen, das heißt, ruhig mal umschauen, neu justieren, abwägen, ob die aktuellen Sicherheitsmaßnahmen, die ich habe, noch aktuell sind und ansonsten halt wie mit dem Tipp hier umsetzen. Könnten Sie noch mal was zu der Datenschutzfolgeabschätzung ein bisschen ausführen? Angenommen, ich mache jetzt was, wo ich Nutzerdaten erhebe, aber sowas wie, keine Ahnung, Eye-Tracking oder wo klickt der Nutzer hin oder irgendwas in der Richtung, was ja jetzt vielleicht so ein Grenzfall ist, das kann ich jetzt nicht bewerten, ob das personenbezogenes Datum wäre oder nicht. Aber natürlich kann ich davon bestimmte Sachen ableiten. Das heißt, sind das dann möglicherweise schon Sachen, wo ich eben die Datenschutzbehörde fragen muss? Und gibt es da nochmal Einschränkungen, wenn ich das sozusagen mit entweder sozusagen B2B oder B2C mache oder einem eingeschränkten Benutzerkreis, wenn ich sage, ich habe Testnutzer, gibt es da irgendwelche Einschränkungen, die das Gesetz vorsieht? Also Das ist jetzt schon eine spezielle Frage, gerade dieses Monstrum an Datenschutzfolgeabschätzung ist eher was einzelfallabhängig ist. Das heißt, da sollten wir uns vielleicht ich würde meine E-Mail mal geben und würde das vielleicht mal schnell begutachten. Kann ich jetzt aus der Schnelle nicht sagen, aber jedenfalls sagt die DSGVO, wenn durch meine App irgendwie im Prinzip eine Profilbildung möglich ist oder eine automatische Entscheidungsfindung, indem ich eine App entwerfe, die im Hintergrund schon eine Bonitätsprüfung macht bei der Schufa und dann eine automatische Entscheidung trifft, das ist im Prinzip etwas, was in den Bereich der Folgenabschätzung fällt. Ja? Aber über die Einzelheiten könnten wir anders nochmal reden. Wüsste ich jetzt aus dem Stand nicht auch genau zu beurteilen, müsste man im Prinzip in den Einzelheiten kennen und dann mit der Literatur. Es gibt ja noch keine Praxis abgleichen, wo der Rahmen sich so in etwa bewegt. Okay, ja. Danke. Ja, ich würde sagen, ich bleibe auf jeden Fall noch hier, weil hier gibt es auf jeden Fall einige schlafende Gesichter. Das heißt, wir können uns jetzt über so spezielle Fragen nochmal in einer kleinen Runde enthalten und ich würde jetzt die Zuschauer, die gesagt haben, ich habe jetzt schon genug Infos gehört, gerne ins Wochenende entlassen und bedanke mich, dass sie da waren.